dass uns Kultur am Herzen liegt, ist wohl hinlänglich bekannt. Hochkultur ganz besonders. Grund genug, um bei Dog Art zwei Künstler aus dem Operngenre einzuladen, und zwar Irina Gresteska und Niki Stojanov. Beide, übrigens ein Paar, beide stammen oder haben die Wurzeln in Nordmazedonien. Und sie werden uns einige tolle Geschichten erzählen, was man beim Miki vielleicht noch dazu sagen muss. Er ist einer der wenigen Opernsänger, die auch Heavy Metal singen. Tolle Sache. Also dann zu unserem Beitrag. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Heute sind wir ganz in Sachen Musik, Oper unterwegs und das im Doppelpack. Fangen wir bei der Irina an. Du singst ja eigentlich alles, was Oper betrifft oder sehr vieles. Wir haben dich kennengelernt in der Krypta. Du singst auch in der Staatsoper. Was hat dich zur Musik gebracht, zur Oper gebracht? Ja, wenn ich mich erinnere, also wenn ich 19 war, eigentlich habe ich French Horn gespielt in der Musikgymnasium, aber habe ich damals gewohnt bei meiner Tante und sie hat geliebt Opera und sie hat mir irgendwie beigebracht. Wir haben damals viele Videos angehört. Und es war Traviata dabei und Turandot. Eigentlich Turandot ist meine Lieblingsoper. Mhm. Ja. Und irgendwie dann habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich auch eine Opernsängerin werden. Und da habe ich eine Vorsingen in der Musikuniversität in Skopje gemacht und war ich gleich angenommen. Und dann hat so begonnen alles. Mhm. Machen wir gleich bei dir weiter, damit wir so ungefähr den Werdegang haben. Also mein Werdegang ist ein bisschen anders. Ich komme aus einer Familie, wo Musik machen nicht vordergründig war. Wir haben viel Musik gehört, ehemalige jugoslawische Musik in dem Fall oder auch mazedonische Musik. Ich hatte irgendwann mal ein Aha-Erlebnis mit einem Sänger, einem Heavy-Metal-Sänger, muss man dazu sagen, der mich sehr geprägt hat damals, wo ich gesagt habe, boah, so möchte ich eigentlich auch sein. Und da habe ich in seiner Biografie gelesen, dass er klassischen Gesang studiert hatte. Und da habe ich mir gesagt, ich muss betonen, ich habe damals auch so ein bisschen Heavy Metal dann auch gesungen, habe ihn versucht zu imitieren. Habe ich dann auch gesagt, jetzt gehe ich auch Operngesang studieren. Und dann bin ich dann so gut und dann gehe ich wieder zum Heavy Metal über. Aber bin dann doch bei der Oper hängen geblieben. Und ja, das war von der Sache her sehr schwierig, weil ich wusste nicht, was da alles noch dazu kommt. Es ist ja nicht nur einfach nur singen, sondern man muss ja viele andere Sachen noch. Man muss Noten lesen anfangen, man muss Klavier spielen, lernen, so viele andere Sachen, Gehörbildung, Musiktheorie. Und es war für mich dann schon, wird viel Arbeit, aber ich möchte das jetzt unbedingt machen und so bin ich dann quasi zum Operngesang gekommen. Musik.
Freunde aus Mazedonien, Nordmazedonien, hat man dort leichter einen Zugang zur Kunst oder ist das eher schwer? Eigentlich schwer. Deswegen glaube ich, bin ich nach Österreich gezogen. Mhm. Ja, so eine lange Tradition haben wir nicht. Mhm. Und wir haben ein Opernhaus in der Hauptstadt, in Skopje. Mhm. Aber muss ich sagen dazu, dass eigentlich man braucht mehr zu investieren in Kunst in Mazedonien. Okay. Weil ich habe so ein Gefühl in Mazedonien gehabt, dass ich immer wieder an gleicher Stelle bin. Okay. Und wollte ich mir mehr entwickeln lassen und deswegen irgendwie habe ich meinen Weg nach Österreich gesucht. Mhm. Bei dir hört man so ein bisschen das Fränkische raus. Wie kommt das? Ah ja, das war jetzt aus der Saarbrücker Gegend. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Oberfranken geboren, in dem kleinen Städtchen Naila, wo ich da auch aufgewachsen bin. Und ja, da zu der damaligen Zeit war Kunst oder die klassische Kunst sehr... sehr speziell, muss man sagen. Also da gab es viel Fußball, mach deine Ausbildung, lern was Ordentliches. Das war sehr schwierig, da überhaupt einen Gesangslehrer überhaupt zu finden. Das ist, wenn man da vom Land ein bisschen kommt. Aber da bin ich aufgewachsen, habe viel Fußball gespielt natürlich auch und auch so Musikbands oder irgendwie sowas, das war sehr selten. Mhm. Aber es sollte alles so sein und es ist ja auch... Hat trotzdem funktioniert. Hat trotzdem funktioniert, genau. Aber wenn ich darf, das noch dazu wollte ich über Mazedonien etwas erzählen. Also es ist nicht so, wie ich gesagt habe. Wir haben eine sehr tolle russische Schule. Okay. Und da habe ich wirklich sehr viel Solfeggio oder Harmonie gelernt. Muss ich wirklich sagen, dass meine Grundschule war wirklich eine gute Schule, damit ich jetzt noch besser entwickeln kann. Also in Mazedonien gibt es auch tolle Sachen. Aber ich glaube, wie auch gesagt, muss man ein bisschen mehr... Es dauert. Ja, genau. Mhm. Man muss dazu sagen, in Mazedonien gibt es halt viel traditionelle Musik. Und auch sehr viele gute Musiker da. Und die vielleicht auch gar keine Noten lesen können. Sondern brauchen sie ja nicht, ne? In dem Fall nicht. Und die einfach sehr aus dem Herzen spielen und es ist sehr authentisch. Und die traditionelle Musik in Mazedonien finde ich persönlich, auch wenn ich nicht da aufgewachsen bin, immer wieder toll. Und was da zum Beispiel, ich kenne es von mir, vom mazedonischen Land, weil ich da auch so ein bisschen, meine Eltern sind da auch ein bisschen abseits her, wenn da Hochzeiten gespielt wurden, oder Hochzeiten stattgefunden haben, das sind ja immer, man muss sich das so vorstellen, man ist immer unterwegs den ganzen Tag, man ist viel zu Fuß und dann sind halt viele Blechbläser oder Saxophon oder was auch immer dabei und sie sind ganz tolle Musiker, also da, ja. Das ist wirklich, es ist halt, die Klassik kommt halt in Mazedonien sehr, ist ein bisschen rar. Muss man leider so sagen. Also in der Hauptstadt das hat vielleicht... Jede Musikrichtung seine Existenzberechtigung, gar keine Frage. Genau. Ja. Aber gibt es sicher tolle Musiker. Absolut. Und, ja. Wie kann man die Musik in Mazedonien ungefähr zuordnen? Ist das so ins Bulgarische hinein oder... Mehr türkisch. Also ich muss dazu sagen... Es gibt viele Einflüsse. Ja, klar. Es ist schon, wenn man geografisch sieht, wie in Mazedonien. Genau, also auch von unseren bulgarischen Freunden und Kollegen, wenn man da mal so bulgarische Musik hört oder so, dann sagt man, ey, das ist doch eigentlich auch ein mazedonisches Lied oder irgendwie so. Und es sind doch viele Einflüsse, auch von der türkischen Seite teilweise, manchmal auch ein bisschen was von der griechischen Seite. Ja, je auch nach bulgarisch, genau. Bulgarisch natürlich. Und das ist...
da kann man, also es ist ein schöner Cocktail, würde ich sagen. Ja, kann kein Fehler sein. jetzt zurück zur Klassik. Du singst auch in der Staatsoper. Genau. Jetzt momentan ist Pause. Jetzt ist eine Pause, also war eine Pause, jetzt wir haben Urlaub. Wir fangen an ab September wieder. Ich freue mich sehr, weil wirklich diese große Pause war ein bisschen viel zu viel für mich. Ja, das kann man vorstellen. Ohne Singen. Aber Gott sei Dank, wir fangen an mit Premiere. Das ist Puccini Butterfly. Oh. Ja. Ich singe eine kleine Rolle, die Tante. und natürlich im Hauptchor. Du bist jetzt bald an der Reihe, und zwar in Niederösterreich. Genau, genau. Da werde ich mein Debüt als Canio in Pagliacci singen, wo ich mich jetzt auch schon gut vorbereitet habe, aber weiterhin noch vorbereiten werde. Und ja, das ist eine tolle Rolle. Also leider ist ja jetzt Corona-bedingt, im Mai hätte ich ja den Floristan singen sollen im Fidelio. Wurde aber leider abgesagt. Es wäre von der Dream Opera organisiert worden, vom Peter Doss in diesem Fall, und er musste mir schweren Herzens leider absagen für den Fidelio. Hat mich dann aber so vor circa 4 Wochen angerufen: Miki, möchtest du den Canio singen? Habe ich gesagt, ja klar, möchte ich den singen. Warum nicht? Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, ja. Mhm. Genau. Sagt das Ambiente dort mit schlechten. Ja, genau. Du hast in der Krypta auch schon deine Auftritte gehabt. Das sind zwei Welten, gell? Die Staatsoper auf der anderen Seite, die Krypta. Wie ist das Gefühl, wenn man dann in der Krypta singt, in diesem kleinen Rahmen? Mit einem Wort zu sagen, es ist wirklich magisch. Also... Das ist wirklich eine tolle Sache, weil man hat ein Gefühl, dass alle miteinander spielen. Und auch die Akustik ist sehr schön. Die Organisation ist sehr toll. Und Künstler sind auch sehr super. Und wirklich, das ist eine tolle Sache in der Krypta. Ich würde immer gerne was singen. Die Traviata ist eine gute Inszenierung, ich glaube, und ja, würde ich sehr gerne wieder mal machen. Du bist ja eingesprungen, genau, in der Krypta. Nur da springe ich halt so kurz einmal ein. Also das ist schon sehr faszinierend. Das, ja, ich bin so ein Mensch, ich mag solche Sachen. Also okay. Wenn ich ruhig bin, dann kommt irgendwie meine Stimme nicht. Ah, verstehe. Genau. Und ich brauche Adrenalin. Das Adrenalin, ja, ist sehr, das sehr, sehr gut. Das kann ich bestätigen. Also, sie braucht An das. Dem Tag habe ich gekocht, ganzen Tag gab es eine Geburtstagparty von einer Freundin, habe ich versprochen, dass ich ein paar Sachen mache. Und habe ich mich gar nichts angesungen für die Traviata. Nicht? No. Und habe ich mich gewundert, wirklich. Okay, wir hatten ein bisschen kleine Probe davor, aber nicht richtig angesungen, wie ich möchte.
Aber es war wirklich so magisch, so, so gut. Diese Adrenalin hat mir irgendwie alles beigebracht. Ich meine, es geht ja darum, Text, weißt du ja, aber es ist ja doch die Bühne, die Paten und so weiter, wenn das nicht eingeprobt ist, ist schon, kann ich mir vorstellen, heftig. Ja, total, nur ja, die alle Kollegen, die sind wirklich ganz Profi, mhm. Und ich glaube, deswegen das hat das irgendwie aus, das. Mhm. Und Energie hat ganz gut gepasst, mhm. Und ja, das war. Mhm. Ja, was ist deine Traumrolle? Meine Traumrolle, also ist für mich, also eine Traumrolle an sich gibt es für mich, habe ich keine. Ich finde, jede Rolle hat seine Herausforderungen. Ich persönlich mag es eher so ein bisschen nicht dieser Liebhaber immer zu sein, sondern auch so mal, wie es jetzt auch in Paliacci sein wird, wo man mal so richtig aus sich rausgehen kann oder auch mal so richtig halt der Böse sein kann. Den Fiesling spielen. Den Fiesling spielen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt gleich zu Othello gehe oder sowas, das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte, aber ja, das macht mir eigentlich schon Spaß. Natürlich, Bohem ist auch eine tolle Rolle, oder auch Butterfly würde ich aber auch gerne. Pinkerton ist schon auch so ein bisschen, ich will jetzt das Wort nicht sagen, aber er ist halt nicht unbedingt der Netteste oder der, absolut, ja. Der genau. Ja, und ansonsten, ja. Und irgendwann Wagner. Ja, da muss man mal schauen. Also ich denke zu dem... Wagner ist halt immer so eine Schwierigkeit. Es sind sicherlich, wer möchte nicht irgendwann mal Wagner singen, da muss man in diesem Fall auch der Stimme die Zeit geben, sich dahin zu entwickeln. Weil immer mal die Arien aus irgendwelchen so Wagner-Stücken zu singen, ist es halt nicht. Man hat sehr viel zu singen, gerade nur mal angenommen der Lohengrin, wo ich denke, dass das von der Tenorhauptpartie eigentlich die lyrischste Partie ist, hat er trotzdem ziemlich viel zu singen und trotzdem auch muss man eine gewisse Selbstkontrolle haben, dass man vielleicht nicht ins Brüllen verfällt oder irgendwie so. Und das, da muss man sich Zeit geben. Das ist dann eine Rolle, die lernt man, legt die wieder weg. Sagen wir für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, dann fängt man wieder an und dann so tut man sich quasi dahin arbeiten. Für dich Wagner auch etwas, oder? Vielleicht Elsa, das ist meine Lieblingsrolle. Okay. Und ja, ich glaube, ich bin nicht deine Wagner-Stimme, noch nicht. Das muss vielleicht auch reifen, diese Stimme für Wagner. Aber Wagner ist sehr toll, wirklich, wenn man spielen kann, wirklich. Für mich ist besser im Moment alles, was Verdi betrifft, zum Beispiel. Ja, bin ich mehr Verdi-Richtung. Ja. Und meine Lieblingsrolle ist eigentlich Turandot. Okay. Nur das ist hochdramatische Rolle und das verlasse ich die anderen. Aber das ist meine Lieblings auch zu hören. Also die ganze Oper kann ich jeden Tag hören. Das ist. Bist du auch der Meinung, dass man auch als Opernsänger so ein bisschen Schauspieler sein sollte? Das ist eigentlich vielleicht
gleich wichtig, wie gut man singen kann, so gut muss man auch Schauspieler sein. Mhm. Besonders beim Operetten, weil dort ist man... Absolut, ja. Aber beim Opern, ja, schon, absolut, absolut. Mhm. Mhm. Zumindest Ausstrahlung, das ist wichtig. Ja, du hast nicht nur den Gesang, du hast auch ein Projekt laufen, das sich sehr interessant anhört. Genau, es ist eine Webseite namens fimt.com oder findyourmusicteacher.com, die ich letztes Jahr quasi ins Netz gestellt habe. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ich habe mir dann so gedacht, Mensch, wie kann man denn Musikern, die auch vielleicht noch unterrichten, irgendwie helfen? Und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen auch bestätigt, Corona, wo alles wieder runtergefahren wurde, dass man vielleicht trotzdem noch ein kleines bisschen, ein anderes Standbein vielleicht noch irgendwie entwickeln kann. Und da habe ich vielleicht... unbewusst, damals hatte ich dann diese Idee, diese Webseite ins Leben zu rufen, und das ist mir dann jetzt auch gelungen, und das ist eine, wie ich finde, sehr interessante Geschichte, wo man Musiklehrern helfen kann, egal welche Musikrichtung, egal welches Instrument. Mittlerweile haben wir dann auch diese Sparte Music Life Balance, wo sich neben Yoga-Lehrern auch Leute anmelden können, die zum Beispiel Alexander-Technik, was ja für mich auch sehr wichtig ist. Man muss ja als Musiker oder als Instrumentalist oder Sänger auch wieder seine Mitte finden irgendwo. Und da gehören ja diese Entspannungstechniken auch dazu. Und da halt einen, jemanden zu finden, der vielleicht auch nicht so weit weg ist. Diese Seite basiert ja quasi darauf. Gut, bei Musiklehrern kann man auch Online-Unterricht anbieten. Aber bei dieser Seite kann man sich orten lassen und in seiner Umgebung sich quasi Musiklehrer anzeigen lassen. Das funktioniert auch bei der Music Life Balance Sparte und auch bei Bühne und Tanz, wo sich auch Tanzlehrer, zum Beispiel Balletttänzer, anmelden können als Lehrer oder auch Schauspiellehrer, musikdramatischer Unterricht, Sprecherziehung und so weiter und so fort. Ist aber für alle Altersgruppen von... Das ist für alle Altersgruppen. Man kann... wenn man zum Beispiel jetzt für sein Kind Musiklehrer oder was auch immer sucht, kann man das finden, und man nimmt direkt mit dem Lehrer auf, provisionsfrei, ist auch momentan noch kostenfrei. Das heißt, wenn ich jetzt singen wollte, würde ich einen Lehrer finden? Ja. Der Arme. Ja, und das ist das Ziel quasi in seiner Nähe, dass man nicht einen riesen Aufwand jetzt, oh gut, die Musikschule, die ist jetzt da in... keine Ahnung, im Simmering oder was auch immer. Okay. Und dann muss ich jetzt eine Stunde hin, dann wieder zurück und so weiter und so fort. Sondern dass man in seiner Umgebung jemanden findet, ist momentan kostenfrei und wird dann auch später nicht die Welt kosten. Also ich würde mal sagen, ein Kaffee im Monat. Dann kann man sich leisten. Genau. Gute Idee, und wir werden es einblenden, reinschauen. Vielleicht kommt auf diesen Weg auch jemand zur Musik. Würde mich sehr freuen, genau. Damit wir jetzt schon langsam zum Schluss kommen. Was ist dein großer Traum im musikalischen Bereich? Dass ich einmal Traviata singen kann in einem großen Haus. Mhm. Mit einem großen Orchester, mit was nicht so eine nicht möglich ist. Also das ist sicher möglich. Nur, ja, es ist bis jetzt noch nicht geschehen. Also das ist meine Lieblingsrolle sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das wird irgendwann passieren. Das ist mein großer Traum momentan. Wobei ich auch dazu sagen muss, als ich die Arie der Turandot von ihr gehört habe, habe ich gesagt, also das muss eigentlich auch auf eine sehr große Bühne, eigentlich eine... In meinen Augen ist die Irena eine Weltklasse-Sängerin. Absolut, ja. Und sie hatte leider noch nicht die Möglichkeit, das auch zu zeigen. So richtig, sagen wir es mal so. Und sie würde das auf jeden Fall verdienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
Sie sind fantastisch und ich bin auch froh, dass wir zusammen sind, also als Paar. Und dass man so einen tollen Sänger auch neben sich hat. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen, das zieht auch. Also ihr habt ja auch das Glück, dass ihr das Berufliche zu eurer Liebe gemacht habt und dass in einer Beziehung so etwas Besseres kann, kann nicht passieren, glaube ich. Absolut. Ja, das hat seine Höhen und Tiefen, aber... Ja, absolut. Genau. Aber ich muss dabei pflichten, wir haben dich gesehen in der Krypta und das war einfach Emotion pur. Danke sehr. Und vor allem, wenn man mit der Kamera fokussiert, da merkt man wirklich die Gesichtszüge und die Mimik und das hat einfach, das war alles stimmig und das ist nicht leicht. Also das ja, muss man ganz tief ja. irgendwie in der Rolle reinkommen. Absolut. Mhm. Ja. Wir werden auch ein Projekt mit euch beiden gemeinsam machen. Wir verraten es noch nicht. Es braucht ein bisschen eine Vorbereitungszeit. Wir freuen uns schon darauf, weil es wird sicherlich eine ganz spannende Sache. Mich persönlich hat es gefreut, dass ich euch da gehabt habe, mit euch plaudern durfte. Wir haben ja vorher schon wesentlich länger, als was das Interview gedauert genau. hat. Das bei Kaffee und Kuchen. Und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal sehen und wünschen euch jetzt für die nächsten Wochen und Tage viel, viel Glück. Ja. Und dass alles das in Erfüllung geht, was ihr erfreut. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war uns ein Vergnügen, hier gewesen zu sein. Vielen Dank.